Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung Zukunftsfähig und nachhaltig Baukultur aus Holz der Lignum. Mein Name ist Judith Scholt, ich bin Chefredaktorin von Tech21 und ich werde die nächste Stunde moderieren. Was hat Holzbau mit Nachhaltigkeit zu tun? Intuitiv natürlich ganz viel. Hier aber geht es darum, ganz konkret und aus einer fachlichen Position heraus diesen Gründen nachzugehen. Der generelle Rahmen ist global. Im Jahr 2015 hat die Generalversammlung der UNO die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Kernstück dieser Agenda bilden die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals oder SDGs, die bis 2030 zu erreichen sind. Und zwar global, aber auch in jedem einzelnen Land, in jedem einzelnen UNO-Mitgliedstaat. Diese Ziele sind ohne Beitrag der Baubranche nicht zu erreichen, das ist ganz klar. Der Holzbau aber kann noch viel mehr als die Baubranche im Allgemeinen aus der Stärke des Holzes heraus eben besonders viel dazu beitragen, dass wir diese Ziele tatsächlich auch erreichen. Es gibt einige Ziele, die nur mittelbar mit dem Holz, mit der Holzwirtschaft, dem Holzbau zu tun haben. Etwa Ziel 3, gesundes Leben ermöglichen. Untersuchungen haben bestätigt, dass Umgebungen aus Holz sich tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirken. Oder zu Ziel 7, Zugang zu nachhaltiger Energie. Oder Ziel 11, Städte und Siedlungen nachhaltig gestalten. Es gibt aber auch Ziele, die ganz, ganz direkt mit der Holzbranche zusammenhängen. Etwa Ziel 12, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster installieren. Ziel 15, Landökosysteme, also eben Wälder auch, nachhaltig nutzen. Und last but not least, Ziel 13, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Und gerade hier in Bezug auf den Klimawandel bzw. auf die Bremsung des Klimawandels kann Holz eine ganz entscheidende Rolle spielen. Holzbau eignet sich gut, um die graue Energie und den CO2-Ausstoß zu senken. Holz wächst nach und entzieht dabei der Atmosphäre CO2. Also eignet sich Holz als zumindest temporärer Speicher, bevor das Holz wieder in den Kreislauf zurückgeht, in dieser Zeit als temporärer Speicher für CO2. Holz ist ein lokaler Baustoff, er braucht also weniger Transportwege, wenn man denn tatsächlich die lokalen Wertschöpfungsketten berücksichtigt. Ein Vergleich des Potsdamer Instituts für Klimaforschung hat ergeben, dass in einer Tonne Zement ungefähr eine Tonne CO2-Ausstoß drinsteckt. Das heißt, eine Tonne CO2 wird ausgestoßen, um eine Tonne Zement herzustellen. Und da ist der Transport noch nicht inbegriffen. Beim Holz sieht die Situation genau umgekehrt aus. Der CO2-Ausstoß von einer Tonne Holz ist minus 500 Kilo, das heißt, eine Tonne Holz bindet 500 Kilo CO2. Und wie gesagt, wenn man die lokalen Wertschöpfungsketten berücksichtigt, ist der Transport bis zu 90% weniger energieaufwendig bzw. CO2-aufwendig. Es gibt also gute Gründe, mit Holz zu bauen, aber es gibt ganz viele Abers und Fragen und diesen werden wir heute nachgehen. Wir werden drei Referate hören und anschließend eine Podiumsdiskussion führen, hier mit allen Referierenden und hoffentlich auch mit Ihnen, meine Damen und Herren. Sie werden natürlich die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, indem Sie hier in Basel die Hand heben. Oder indem Sie, wenn Sie online zugeschaltet sind, im Chat auch Fragen eingeben können. Die werden da hier eingeblendet und ich werde versuchen, Sie dann auch in die Diskussion einzuspeisen. Nun möchte ich aber unsere erste Referentin vorstellen. Ich begrüße Ladina Esslinger, Leiterin Produktentwicklung, Projektentwicklung und Bauherrenvertretung bei der Geistlich Immobilia AG in Schlieren. Sie hat Architektur studiert und ein EMBA an der HSG absolviert. Sie hat vorerst als Projektleiterin und als Bauleiterin in namhaften Architekturbüros gearbeitet.
war dann Projektleiterin und Ausführung und später Projektleiterin Akquisition bei der Steiner AG und Leiterin Fachausschuss Bau und Fachteam Bau bei den Post Immobilienmanagement und Services AG. Heute als Leiterin Projektentwicklung und Bauherrenvertretung der Geistlich Immobilia AG ist sie unter anderem zuständig für die Entwicklung der Etappe 3 und die Ausführung der Etappe 2 auf dem ehemaligen Industrieareal. Und darüber wird sie uns im Detail berichten. Latina. Vielen Dank, Judith. Guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier einen kleinen Einblick in unser Schaffen geben darf. Ich wurde vor ein paar Monaten angefragt, ein paar Worte zum Holzbau aus Investorensicht zu sagen. Ich möchte Ihnen nicht vorrechnen, wie viele Tonnen CO2 wir binden und einsparen, sondern teile gerne einige unserer Gedanken zur Nachhaltigkeit, die wir uns in den letzten Jahren gemacht haben. Sie sind gleichzeitig Grundlage für unsere aktuelle Planung in Holz. Dafür ist es wichtig, eine Idee zur Ausgangslage zu haben. Wer ist Geistlich Immobilia? Wer sind wir? Geistlich Immobilia gibt es seit der Jahrtausendwende. Sie transformiert seit dann schrittweise das Gelände der ehemaligen Klebstofffabrik Geistlich Ligamenta in ein neues Wohn- und Arbeitsquartier, zusammen mit dem Ferbi-Areal, einen neuen Stadtteil von Schlieren. Sie sehen hier im Westen das Geistliche Areal, im Osten das Ferbi-Areal. Gemeinsam bilden sie das Quartier am Riedpark und beherbergen rund 1000 Wohnungen, sprich etwa 2000 Menschen und einige Gewerberäume und Unternehmen. Wir sind eine Aktiengesellschaft im Privatbesitz und bauen inzwischen primär für unser eigenes Portfolio. Das heißt, wir denken langfristig und ganz im Sinne des englischen Begriffs der Nachhaltigkeit, der Ability to Sustain. Das Areal ist durchaus eine Visitenkarte und wird mit der Familie Geistlich in Verbindung gebracht. Die Familie Geistlich war sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung von Beginn an bewusst und übernimmt diese bis heute, soweit ich das beurteilen kann. Unsere Immobilien bewegen sich in einer Größenordnung, wie Sie sehen, die nur von einem größeren institutionellen Anleger gestemmt werden könnte, falls wir denn doch einmal eine Immobilie veräußern wollen würden. Das heißt, wir unterstehen in Sachen ESG-Kriterien inzwischen denselben Bedingungen wie eine große Versicherung oder eine Pensionskasse. Nicht zu zertifizieren käme einer Wertvernichtung gleich. Ich glaube, da sind sich heute alle Immobilienbewerter einig. Als ich vor gut 5 Jahren bei Geistlich Immobilia begann, war meine Haltung die, dass man zweifelsohne auf Nachhaltigkeit in allen Aspekten achten muss. Ein Label interessierte damals aber noch keinen und schon gar nicht das etwas veraltete Minergie-Label. Überlegt handeln war wichtig, wir dachten aber nicht, dass wir das irgendjemandem beweisen müssen. Wir rechnen und betrachten unsere Immobilien immer über die gesamte Lebensdauer. Das heißt, wir haben beispielsweise bei einem bisherigen Projekt eine Vollstein-Klinkerfassade mit einer verputzten Wärmedämmung-Fassade verglichen und kamen bei der Betrachtung über 90 Jahre, was der Lebensdauer einer Vollsteinfassade entspricht, auf Kosten von rund 36 Millionen für die verputzte Wärmedämmung und auf Kosten von rund 17 Millionen für die Vollsteinfassade. Darin eingerechnet sind die Erstellungskosten, der Unterhalt und Betrieb und die Erneuerungskosten. Natürlich ist die Erstellung der Vollstein-Klinkerfassade um einiges teurer als die verputzte Wärmedämmung. Wenn man das aber auf mehrere Jahre, also auf die Lebensdauer hinaus betrachtet, dann sieht es eben ganz anders aus. Aktuell ist die Kreislaufwirtschaft in aller Munde. Eine aus meiner Sicht sehr kluge und sinnvolle Sache für Provisorien, für Bauteile und für spezielle Situationen.
Solange wir aber unsere Wohnhäuser mit Styropor einpacken und nach 30 Jahren die Fassade erneuern müssen, ist es eigentlich eine Farce. Gute Häuser sollten 100 Jahre und länger halten. Und die Kreislaufwirtschaft in weiten Teilen eigentlich unnötig machen. Viel schlimmer ist, dass die nach 30 Jahren zu ersetzenden Fassaden oder Häuser nicht mal wiederverwendet werden können. Der einzige Trost dabei ist lediglich, dass es um sie auch meistens aus anderen Gesichtspunkten nicht schade ist. Nun aber zu der eigentlichen Frage, warum wir aus Holz bauen möchten. Geistlich, einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an diesen Leim. Ich habe literweise davon verbaut in meinen Studienjahren. Geistlich hat mit dem Klebstoffhintergrund eine sehr langjährige und enge Beziehung mit dem Holzbau, mit der Holzwirtschaft. Das Material, die präzise Arbeitsweise mit hohem Vorfertigungspotenzial gefällt und interessiert uns. Auch das ist ein Grund für einen Holzbau. Die Wohnqualität in einem Holzbau erachten wir als sehr hoch. Wir können die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft oder neu vermutlich SNBS besser erreichen, sprich energetisch nachhaltiger bauen. Nicht zuletzt diversifizieren wir aber auch unser Portfolio mit einem Holzbau. Es gibt viele gute Gründe für Holz. Dabei ist es aber beispielsweise, wie auch Judith Solt schon gesagt hat, entscheidend, dass das Holz nicht allzu weite Wege zurücklegt. Für uns heißt das, wir wollen das Holz aus dem nahen Alpenraum beziehen. Am liebsten würden wir uns auf den Schlieremer Wald fokussieren. Das dürfte aber für die 6.500 Kubikmeter, die wir allein für die Brettschicht Holzdecken benötigen, eher schwierig werden. Wichtig zu wissen ist vielleicht noch die Phase, wo wir uns gerade befinden mit dem Projekt auf dem Baufeld B3. Wir sind in der Planung. Ich kann Ihnen noch keine fertigen Bilder oder Daten zeigen. Wir befinden uns in der Planung aktuell in der Phase Bauprojekt. Sie sehen hier den Grundriss. Nein, sehen Sie nicht. Sie sehen hier den Grundriss Gebäudes, das wir planen. Es gibt zwei Klammerbauten, wo rund 350 Wohnungen untergebracht werden und zwei Sonderbauten jeweils am Kopf. Das eine ist eine große Halle, die öffentlich wirksam gewerblich genutzt werden wird. Und das andere ist ein Gasthaus mit Gastronomie natürlich und Hotelzimmern und Clusterwohnungen. Der Wohnungsbauteil ist gleichzeitig der Holzbauteil ab dem ersten Obergeschoss. Das Erdgeschoss und die beiden Sonderbauten sind in Massivbauweise angedacht. Hier sehen Sie ein Bild von der Bahn aus gesehen. Etwas auf dem linken Fuß erwischt haben uns die Erschütterungen der sehr nahegelegenen Bahn. In Schlieren fahren täglich etwa 700 Züge. Ich glaube, es ist die meistbefahrene Strecke der Schweiz, fahren hier durch und auch nachts vor allem sehr viele Güterzüge. Dies zwingt uns leider nun doch, die Bauten, die ganz nah an der Bahn stehen, in Massivbau zu realisieren, um die Normen betreffend Erschütterung und Körperschall einhalten zu können. Falls da jemand das besser weiß, wir sind sehr offen für gute Lösungen. Bisher konnte uns keiner eine Lösung bringen, die das Problem entschärft hätte. Wir haben uns im Wettbewerb, es gab natürlich einen Architekturwettbewerb, einen mit Präqualifikation und 10 teilnehmenden Büros. Wir haben uns im Wettbewerb einen Holzbau gewünscht und den Planenden eine Grundrissidee mit auf den Weg gegeben. Bei der Entwicklung der Grundrissidee haben wir uns von den Gründerjahren inspirieren lassen. Wir finden, das sind besonders nachhaltige Grundrisse, die für sehr viele unterschiedliche Nutzungen gut funktionieren.
Das heißt, es gibt eine große abgeschlossene Essküche und gleichwertige Zimmer. Teilweise sorgt ein Rundlauf für zusätzliche Großzügigkeit der Wohnung. Diese Grundrissdisposition ist sehr vielfältig nutzbar und für WGs oder Familien auch überbelegbar, indem auf das Wohnzimmer verzichtet und dieses als zusätzliches Schlafzimmer genutzt werden kann. Dies dient der Flächeneffizienz, schont die Ressourcen, aber auch das Familienbudget oder WG-Budget. Das Siegerprojekt von Clou Architekten hat beide Anforderungen oder Wünsche sehr schön kombiniert, war die Jury und auch wir der Meinung. Der Holzbau eignet sich für den Wohnungsbau sehr gut, da wirtschaftliche Spannweiten der Vollholz- oder Brettstapeldecke gut mit den Abmessungen des Wohnungsbaus korrespondieren. Das Stützenraster gibt eine gute Zimmergröße vor. Die Holzdecken und Stützen bleiben in unserem Fall sichtbar und sorgen für eine angenehme Wärme und ein gutes Wohnklima. Und so soll es dereinst aussehen in Schlieren. Das ist die Sicht vom Park auf das Gebäude, welches hoffentlich 2026 dann bezogen werden kann, sofern alles gut läuft und die Bauwirtschaft nicht noch größere Kapriolen schlägt, als sie es derzeit ohnehin schon tut. Und zum Abschluss noch einige Zahlen und Namen. Ein Wohnungsspiegel und natürlich die wichtigsten projektbeteiligten Büros. Ihnen gehört unser größter Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich von Herzen für das Interesse und beantworte später gerne Fragen, wenn es solche geben sollte. Dankeschön, Ladina Esslinger. Wir werden ganz bestimmt Fragen haben. Wir bündeln sie aber für die Schlussdiskussion. Nun begrüße ich gleich unseren zweiten Referenten. Es handelt sich um Pirmin Jung, Verwaltungsratspräsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung von Pirmin Jung Schweiz AG. Er hat eine Berufslehre als Zimmermann absolviert und anschließend Holzbauingenieurwesen studiert. Seit über 25 Jahren nun hat er sein eigenes Ingenieurbüro, was mittlerweile ganz viele Standorte hat in der Schweiz und auch in Deutschland, über 100 Mitarbeitende beschäftigt aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Dazu wird er uns noch ein paar Einzelheiten liefern. Er ist auch gefragt als Hochschuldozent und als Experte und seit diesem Jahr nun ist er auch Vorstandsmitglied bei der Lignum Holzwirtschaft Schweiz. Herzlich willkommen, Pirmin. Danke vielmals, Judith. Wie gesagt, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als ich vor 25 Jahren gestartet war, habe ich den einfachsten Weg genommen und im Nachbardorf einen Keller gemietet, in Rhein. Aus dem Keller konnten wir dann umziehen, 7 Jahre später, als wir 8 Mitarbeitende waren, in ein Bürogebäude mit 300 Quadratmetern. Wir konnten da zusätzliche Fläche dazu nehmen, sind heute 600 Quadratmeter. Die Firma ist auch gewachsen, Sie sehen das, 7 Standorte, 3 davon in Deutschland. Und vor etwa 6 Jahren sahen wir, dass es in Rhein zu eng wird für uns alle, sind inzwischen 50 Mitarbeitende und vor allem, dass für die Mitarbeitenden der Standort halt schon nicht so gut ist, weil das ist etwa 25 Kilometer mit dem Bus ab Luzern und die Leute, die pendeln von der ganzen Deutschschweiz zu uns nach Rhein. Wir machten auch einen Nachhaltigkeitsbericht 2019 über die Firma und oh Staun, 61% unseres CO2-Fußabdruckes ist das Pendeln der Mitarbeitenden. 61%. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Sursee zu gehen. Sursee in der Nähe von Luzern, ein Ort, der wächst und immer mehr Gewerbe anzieht. Und als wir beschlossen haben, nach Sursee zu gehen, 3 Monate später kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte, seine Eltern hätten eine alte Liegenschaft da, die müssen sie die Heizung sanieren, ob man nicht zuerst die Wände wärmedämmen sollte. Ich fragte dann, wo das Gebäude ist. Wir haben auf Google Maps geschaut,
2 Tage später durfte ich mit seinen Eltern zusammensitzen. Und das hat unseren Bauplatz ergeben, da die Liegenschaft, die Sie sehen in der Mitte, vorne war noch ein Park von der Stadt, den konnten wir auch dazu nehmen. Und durch das jetzt hatten wir unseren Baugrund optimal gelegen beim Bahnhof von Sursee, sind etwa 150 Meter zum Bahnhof. Und mit diesem Grundstück war für mich auch wie so eine, ich habe das gespürt, da müssen wir etwas Gutes bauen für die Zukunft und zeigen, wie das Bauen der Zukunft, wie wir das sehen. Und zwar in 3 Bereichen betreffend der Nachhaltigkeit. Es muss sicher möglichst klimaschonend gebaut werden und so gebaut werden, dass eine spätere Generation das zurückbauen kann, also kreislauffähig. Es muss im Betrieb sehr hohe Ziele erreichen. Wir möchten das labeln mit dem Energie P-Eco und auch das SMBS und da streben wir das Platin-Zertifikat an. Und alles zusammen, wenn wir in die Zukunft schauen, wie wir bauen wollen, Sie sehen das auch jetzt an der Messe, möglichst alles digital mit VDC Beam. Zum Gebäude, das ist das, was wir realisieren dürfen. Der Architekt ist der Marc Siffrig aus Luzern. Der hat mir geholfen, das Projekt zu entwickeln und macht bis am Schluss jetzt wirklich die ganze Architektur mit seinem Team. Der Keller ist massiv und der Rest ist alles Holz, 2 Geschosse für uns. Also wir dürfen unsere Fläche verdoppeln, sind dann schlussendlich 1200 Quadratmeter, 3 Geschosse Büro zum Vermieten. Das Yoga-Studio, das auf dem Platz war von der ehemaligen Eigentümerschaft, sie kaufen das zurück, da bauen wir ein Yoga-Studio und dann noch Wohnungen, wo ein Teil auch die ehemaligen Eigentümer des Grundstückes zurückkaufen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich inzwischen nicht nur, dass wir nachhaltig bauen müssen und mit Holz, wenn wir das richtig machen, dann bauen wir nachhaltig. Wir müssen auch auf die Mobilität schauen, aber auch auf die Biodiversität, vor allem im städtischen Gebiet. Deswegen gestalten wir die ganze Umgebung zusammen mit Wildbiene Schweiz, dass auch die kleinen Tiere, diese Wildbienen und was es sonst hat, dass sie ein neues Zuhause finden in der Mitte von Sursee. Ich glaube, da sind wir ebenso verpflichtet, auf solche Aspekte Rücksicht zu nehmen, wie auf die Baukonstruktion. Bauen in der Stadt bedeutete früher gestrichene Gebäude. Es hat früher keine Naturholzhäuser in Städten gegeben. Das nehmen wir mit auf, ein schönes Bild da aus Appenzell und unsere Fassade wird auch gestrichen werden. Das Ocker, der Grundfarbe, das ist dieselbe Farbe, wie das Erdreich hatte, als man den Aushub gemacht hat, das ist die trockene Erde. Und so verbindet man wieder, wie man es früher gemacht hat, mit den Farben, die da waren, die hat man ans Haus gestrichen, das machen wir entsprechend wieder. Innen wieder abfallend, aber dann natürlich alles in Holz. Wir sind Holzbauingenieure, deswegen wird der Holzbau holzig sein. Stabesche als Primärtragwerk, der Boden in Esche, die Verkleidungen in Tanne und dann alles zurückhalten, entsprechend die Möbel in Weiß. Und klar, als Hölziger bauen wir mit Holz und wir wollten ausloten, was möglich ist, so ein 5-geschossiger, 6-geschossiger Gewerbewohnbau in Holz zu machen. Das ist die Deckenkonstruktion, eine Rippendecke mit Splittfüllung. Da, wo es sichtbar ist, haben wir die Eschenlamellen gewählt und ganz speziell als Estrich oder Unterlagsboden, wie wir sagen, nicht mehr gegossen, sondern Küngholzbauer Stefan Küng hat ein System entwickelt, wo wir sehr viele Buche verbauen können. Diesen Unterlagsboden oder Estrich wird jetzt eingebaut. Mit dem können wir etwa 100 Kubikmeter Buche ohne große Qualitätsansprüche, Buche, die es viel zu viel gibt in unseren Wäldern, können wir da einbauen, haben mit dem ein ganz gutes Feeling, wenn wir da auf den Decken umhergehen und der Schallschutz, haben wir geprüft, ist vergleichbar mit einem gegossenen Estrich. Da drauf kommt ein 21 mm Eschenriemenparkett. Holz, habe ich gesagt, rückbaubar. Eine solche aussteifende Wand hatte bisher, wurde entweder die Fugen verklebt oder es hat hunderte, tausende Rillennägel hat man da eingenagelt. Wir gehen den Weg, dass wir diese Wand auch auseinandernehmen können. Wir setzen da den X-Fix ein, das ist ein Schwalbenschwanzverbinder und können mit dem alle diese Verbindungen machen. Also alle die Deckenscheiben, die CLT-Platte ist mit dem X-Fix verbunden, entsprechend die aussteifenden Wände und Sie sehen die Verzahnung der CLT-Platten entsprechend ausgeführt, passgenau. Das hat alles auf den Zehntel Millimeter gepasst beim Aufrichten und mit dem konnten wir sehr viele Verbindungsmittel da wegsparen, wegplanen. Und es ist wieder rückbaubar.
In Zukunft nachhaltig bauen heißt für mich auch, dass wir die elektronischen Hilfsmittel und das digitale Bauen maximal möglich ausnutzen müssen. Wir werden bei sehr vielen Projekten, steigen wir in die Projekte ein, im Vorprojekt, und da ist BIM gefordert und das BIM wird dann irgendwann wieder abgelöst durch die manuellen herkömmlichen Planungs- und Bauprozesse. Wir sagten, wir wollen schauen, was möglich ist in der Planung und in der Ausführung mit dem digitalen Bauen, und vor allem war mir wichtig, keine Mails und alle Entscheide rückverfolgbar auf Ewigkeit. Wir selber, wir führen diesen Prozess als Pirmin Jung, also wir haben das Referenzmodell erarbeitet, wir machen das ganze BIM-Management, wir, klar, als Holzbauingenieur machen wir die Fachplanermodelle, als Holzbauingenieur Bauphysik und auch Brandschutz. Als Beispiel, wenn man solche Schächte plant in diesem BIM-VDC, dann arbeitet man mit diesen Modellen zusammen, das heißt das Referenzmodell Architektur, das auf 0,1 mm genau gezeichnet ist, auf ARCHICAD. Dann gab es ein Luftdichtigkeitsmodell, ein Schallschutzmodell, ein Brandschutzmodell, ein Technikmodell, und mit diesen Modellen übereinander gelagert hat man in vielen Planungsmeetings dann diese Schächte geplant, dass alle Leitungen entsprechend Platz haben, dass wir die Luftdichtigkeit messen können zwischen den Wohnungen, dass der Schallschutz funktioniert und dass auch der Brandschutz funktioniert, wenn es da irgendwann zu einem Ereignis käme. Und so wurden von den Planern über 40 Modelle erarbeitet. Da hat man diese Lösungen erarbeitet zusammen, bevor es dann an die Ausführung ging. Das ist das Modell, wie wir es heute haben, das Ausführungsmodell, da ist wirklich alles drin. Am Schluss hat der Unternehmer, der Gerüstbauer, sich sogar eine neue Software angeschafft, hat dieses Gerüst auch im 3D, also in seinem Fachplanermodell gezeichnet, konnten wir einlesen. Und durch das ist jetzt auch das Gerüst mit im Modell drin. Und entsprechend haben wir natürlich dann auch die Daten für später, wenn wir das Facility Management machen. Bei der Auswahl der Unternehmer, und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, war wichtig nicht der Preis zuerst, sondern ob sie die Aufgabe verstanden haben. Das zweite, dass sie uns mithelfen, auf dem digitalen Weg weiterzukommen. Und das dritte war der Preis. Also der Sanitärinstallateur hat zum ersten Mal alle Werkleitungen zu Hause zugeschnitten, verschweißt und auf der Baustelle mit dem Laser eingemessen. Oder der Massivbauer hat ab dem Modell die Bewehrung verlegt und offenbar ging das ganz schnell. Ab dem Tablet, der Bewehrungsleger war schneller, als er je gedacht hat, trotzdem er noch nie ein Tablet in der Hand hielt. Zu den rückverfolgbaren der Pendenzen, oder wir arbeiten, das ist auf dem Dalux die Software, da haben wir alle Pläne abgelegt, die Modelle sind abgelegt und die Pendenzenverwaltung, ein Beispiel ganz am Anfang, die Bauleitung sah, dass mit dieser Bautafel etwas nicht in Ordnung war, machte eine Foto, das ging zum Tiefbauer, der hat die umgestellt und zwei Tage später kam wieder die Foto, dass es ausgeführt ist und mit dem war diese Pendenz erledigt. Inzwischen haben wir rund 4.800 Pendenzen bearbeitet. Die sind teilweise nur so kurz, teilweise haben die 30 bis 40 Mal gingen die von einer Person zur nächsten und so hat man die Details gelöst und es ist alles abgelegt und man kann zurückverfolgen, wer hat was gesagt. Und das ist dann die Baustelle heute. Der Holzbauer hat nicht mehr eine Planbox für Papierpläne, sondern für einen Flatscreen, Bauleitung mit dem Tablet und die Unternehmer, die messen mit diesen digitalen Instrumenten ein. Und die größte eigentlich Lehre für mich aus diesem Prozess ist, dass, auch wenn wir digital bauen, dass es ganz, ganz viel praktisches Verständnis braucht von denjenigen, die diese Fachplanermodelle erarbeiten. Ich gehe heute so weit und sage, eigentlich sollte jeder, der ein Referenzmodell zeichnet, mal 4 Jahre Bauleitung gemacht haben, dann weiß man, auf was es ankommt. Und auch die TGA-Planer und Elektroplaner und alle, die da dran sind, müssen 4 Jahre auf der Baustelle montiert haben, dass sie die praktischen Kniffs kennen und das dann ins Modell einarbeiten können, weil das, was bisher die Praktiker, die Handwerker auf der Baustelle zusammen gelöst haben, das machen wir jetzt im Büro. Und entsprechend braucht es auch dieses Wissen im Büro. Voilà. Zum Schluss, habe gesagt, wir möchten möglichst klimaschonend bauen. Das ist der CO2-Fußabdruck. Wir haben das gerechnet. Im Massivbau hätten wir einen Fußabdruck von 3.200 Tonnen. Mit dem Holzbau sind es 1.000 Tonnen weniger, 2.200. Das Gute ist aber, sind noch 1.600 Tonnen CO2 eingelagert in dieser Holzkonstruktion, weil wir haben etwa 1.600 Kubikmeter Holz verbaut.
am Schluss. Das heisst, wir haben einen Netto-CO2-Abdruck von etwa 590 Tonnen oder etwa 18%, wie wenn das Gebäude in herkömmlicher Massivbauweise realisiert worden wäre. Ich bin überzeugt, dass wir so bauen müssen, wenn wir zusammen das Klimaproblem lösen wollen und auch in Zukunft noch bauen wollen für die Menschen und für die nächsten Generationen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Pirmin, für diese eindrückliche Demonstration. Nun zu unserem letzten Referenten dieser Veranstaltung, last but not least, Marco Rickenbacher, Partner bei Esch-Sinzel Architekten. Er ist von Haus aus Hochbauzeichner, hat dann Architektur studiert an verschiedenen europäischen Hochschulen und ist dann 2009 zu Esch-Sinzel Architekten gestoßen. Zunächst als Architekt, dann seit 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung und seit letztem Jahr nun auch als Partner. Marco, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung. Auch ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag. Es ist natürlich eine Steilvorlage nach Pirmin Jung, die Holzbau-Koryphäe, unser ersten Holzbau zu präsentieren. Das ist das erste Mal, dass wir einen Holzbau gemacht haben. Ich nehme Sie gerne mit, es ist ein bisschen architektonischer, weniger technisch, mehr eine kleine Geschichte über die Maingasse, über das Projekt. Ich bin Architekt, deswegen fange ich mit Städtebau und Architektur an und am Schluss komme ich natürlich gerne noch auf den Holzbau. Das war nicht von Anfang an zentral, aber war relativ schnell klar. Das Projekt ist auch schon ein bisschen älter, es ist schon seit 4 Jahren bewohnt. Unsere Gedanken sind dann schon ungefähr 10 Jahre alt, also ich hoffe, es ist noch aktuell oder noch besser zukunftsfähig. Können wir gerne nachher diskutieren miteinander. Die Stadt Basel, das ist ein Haus in Stadt Basel, die Stadt Basel hatte ein Problem vor 10 Jahren, das hat sie heute noch, das ist die Wohnungsknappheit, das haben viele Schweizer Städte, vor allem so im mittleren und tiefen Segment. Und die Stadt Basel hat ein Grundstück mitten in der Stadt und das ist ein alter Werkhof, wie man das sehen kann. Und was hat sie sich gedacht? Sie hat gedacht, wir könnten das anstelle einfach im Baurecht zu verkaufen und ein bisschen Geld zu machen, könnten wir dieses Grundstück auch selber entwickeln. Dann hat die Stadt Basel eigentlich Wettbewerb ausgeschrieben, ein offenes Wettbewerbsverfahren, wo wir mitgemacht haben und den gewinnen konnten. Und wie gesagt, die Maingasse befindet sich in Großbasel. Man kann hier sehen auf der Ostseite den Rhein und dann dazwischen ist ihr Universitätsgürtel. Und die Maingasse ist eigentlich so versteckt in einem Blockrand geschützt vom Lärm und Hektik, haben wir diesen zarten Holzbau errichtet. Ich glaube, für uns Architekten ist es immer spannend, in der Stadt zu planen, weil da gibt es einfach ganz viele Geschichte und Historie und Anknüpfungspunkte, wo wir was machen können. Und das ist auch hier der Fall, also man geht nochmal zurück ins vorletzte Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, guckt, wie die erste Bebauung war und was uns da aufgefallen ist, ist, dass die Maingasse, das war nur so ein kleiner Privatweg und dieser kleine Privatweg führte durch so einen Garten von Blumen, von Gärtner und der Gärtner hat Blumen verkauft und die Maie ist ein Mundartausdruck für Blume, deswegen ist das der Name geworden. Und was da aber sichtbar war, dass das ein Privatweg war, das war so ein bisschen das erste Mal das Indiz, dass wir eigentlich die klassischen Blockrandstrukturen verlassen konnten und ein bisschen ausbrechen aus diesen gängigen Stadtstrukturen vom Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Vor 10 Jahren hatte sich das Bild so abgezeichnet, wie da auf der linken Folie. Da hat sich also über 100, 120 Jahre haben sich da Holzschuppen in diesen Innenhöfen breit gemacht. Das ist ein ganz typisches Bild. Und das, was wir dann gemacht haben, kann man hier schon mal sehen. Es war nicht wirklich eine räumliche Verdichtung, aber es war auf jeden Fall eine soziale Verdichtung. Weil vor 10 Jahren haben da ungefähr 10 Personen gelebt und jetzt ist es so, dass da ungefähr 150 Personen wohnen. Das ist ein Bild auch vor 10 Jahren. Man geht natürlich hin als Architekt, schaut sich das Ganze an und das hat uns sehr gut gefallen. Und dieses Bild ist so ein Lieblingsbild von mir. Wir haben da entdeckt, diese Hinterhofwelt, diese postindustrielle Idylle, dieses Nebeneinander zwischen Wohnen und Arbeiten. Es ist da eine Brockenstube und Werkstatt, einen alten Holzschuppen. Und das hat uns sehr, sehr
das hat uns irgendwie sehr, sehr berührt und wir waren irgendwie traurig, dass man das abbrechen musste. Man musste es abbrechen, weil es war ausgeschlossen, da diese 55 Wohnungen einzubauen. Und wie wir gehört haben, ist es wichtig, dass man noch bezahlbaren Wohnraum schafft in der Stadt. Aber wir wussten auch, wir konnten es nicht kopieren, aber wir können es transformieren. Wir könnten versuchen, diesen Geist eigentlich in die neue Siedlung zu überdrehen. Und dieser Holzschopf da in der Mitte, der da drum gestanden ist, hat das nachhaltig eigentlich bewegt und beschäftigt, dieses Zusammenzimmern mit Balken und Bohlen und Brettern. Und da sind wir aufgesprungen. Zurück zum Städtebau. Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind ausgebrochen aus dieser klassischen Struktur und haben eigentlich eine Hof-in-Hof-Typologie gemacht. Und ganz zentral für unseren Entwurf wurde dieser Platz in der Mitte, wir nannten das Gassenplatz, das ist also das Zentrum, wo alle Eingangshof haben wir ihn auch genannt. Und das Schöne ist, wenn man ein Programm hat mit 50, 60 Wohnungen, dann kann man anfangen, Außenräume, Freiräume zu formen. Und diese V-Figur bildet gerade mehrere, zusammen natürlich dann mit der Stadt, bildet mehrere Außenräume, diesen Gassenplatz und auf der Gegenwelt diesen grün durchgrünten Hof. Und dieser Gassenplatz war das Zentrum, wie gesagt, und das wollten wir eigentlich ein Angebot machen an das Quartier, aber auch an die Bewohner, so ein großes Möglichkeitsfeld, wo man privat und individuell wieder überlagern kann. Und das Ziel war, dass dieser Platz relativ öffentlich wird. Und wie macht man, dass er öffentlich wird? Haben wir die einzige öffentliche Nutzung, die wir gehabt haben, den Kindergarten noch mal ganz ans Ende gesetzt von unserem Gebäude. Also der Kindergarten ist ein Doppelkindergarten, der sitzt da in diesem Holzhaus ganz am Ende in diesem V-Figur drin und alle Kinder und Eltern, die müssen eigentlich immer durch diesen Hof durch. Wir sind dann noch weitergegangen, haben gesagt, wir machen noch ein paar Löcher durch das Holzhaus und führen dann noch Wege durch diesen ganzen Hinterhof. Und so, das ist allgemein so eine Idee, dass man diese Hinterhöfe öffnen kann und unsere Städte ein bisschen poröser und offener gestalten kann und das nicht so eine Neubauinsel wird für sich, sondern ein Teil der Stadt. Ich wohne unmittelbar in der Nähe von dem, bin auch immer wieder mal in dem Hof zu Gast und das ist ein Bild vom letzten Sommer. Da gibt es einen Quartierflohmarkt und nicht nur die Bewohner, sondern auch andere Leute aus dem Quartier bringen da ihre Sachen und verkaufen das an diesem Flohmarkt. Und das war so das erste Mal das Indiz, dass wir gemerkt haben, dass das anfängt zu funktionieren, diesen Platz auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wenn man einen öffentlichen Platz hat, sind die Schwellenräume ganz wichtig, also der Übergang vom Öffentlichen zum Privaten. Und da haben wir einfach festgestellt, dass es das schon, da gibt es schon ganz viele Vorbilder, wie man das machen könnte. Heinrich Tessenhoff hat das ja schon mal vor 100 Jahren skizziert. Und wir haben es ihm einfach gleich getan. Wir haben gesagt, gut, man braucht wahrscheinlich, damit man trotzdem im Erdgeschoss wohnen kann, ein kleines Hochparterre, drückt die Fassade ein bisschen nach hinten, verfasst die Eingänge mit diesen Stützen, macht ein kleines Bänkli vor das Küchenfenster und so hat man eine gewisse Distanz zwischen diesem öffentlichen Hof und dem privaten Leben. Hat sich relativ schnell etabliert, was uns ganz wichtig ist, ist immer die Aneignung, dass also die Bewohner das auch richtig benutzen können und aneignen und es funktioniert. Dann gibt es die Rückseite, von der Rückseite sozusagen, also diesen durchgrünten Gartenhof, das war vorher, ich habe es gesagt, das war ein Werkhof und das war vorher alles versiegelte Fläche und mit diesem neuen Projekt konnten wir ungefähr 2000 Quadratmeter neue begrünte Fläche etablieren. Da haben wir tatkräftige Unterstützung von André Schmid, dem Landschaftsarchitekten aus Zürich. Der war von Anfang an im Wettbewerb mit dabei und hat diese Räume mit uns geformt. Und dieses Haus hat da Maisonette-Wohnungen, also kleine Reihenhäuschenwohnungen. Die haben kleine Gärten auf der Rückseite, die sind getrennt mit Zierapfelhecken. Es gibt eine Spielewiese für den Kindergarten etc. Und was hat die Stadt eigentlich gesucht? Was hat sie sich vorgestellt? Das Programm war relativ gut geschrieben. Es war eine Soziologin mit dabei und sie haben ganz klar beschrieben, sie hätten gerne ein Mehrgenerationenhaus. Also alles bitte im mittleren und günstigen Segment, aber dafür dann die Familie, Singles, Nachfamilienphase, Alterswohnung, Alleinerziehende. Also so ein kompletter Querschnitt durch die Bader Bevölkerung. Wir haben dann von 1,5 bis 6,5 Zimmerwohnungen, alles verschiedene Wohnungen, also ein richtiger Blumenstrauß an Wohnungen. Das Ziel war, günstige Wohnungen anzubieten. Wie macht man Wohnungen günstig? Man kann sie natürlich in erster Linie mal günstig bauen, aber man kann sie auch ein bisschen kleiner schneiden. Das heißt, eine 3,5 Zimmerwohnung hat dann 70, 75 Quadratmeter, eine 4,5 dann eher 90, 95.
Und wir haben dann so darauf geantwortet, das kann man sehen in dieser Explosionsaxonometrie, dass wir einfach auf diese Frage nach unterschiedlichen Lebensformen haben wir mit unterschiedlichen Typologien geantwortet. Also das Haus hat in beiden Längsschenkeln Maisonette-Wohnungen, auf beiden Seiten 4, 8 Maisonette-Wohnungen, Duplex, einmal Triplex-Wohnung, der Kindergarten ist vorne drin, da gibt es die 4 Treppenhäuser in den Knoten und um die Knoten ringsum finden sich so Kleinwohnungen immer wieder über Eck zweiseitig ausgerichtet. Ich nehme Sie kurz mit in eine Wohnung. Man sieht eine Maisonette-Wohnung, eine Triplex, 5,5 Zimmer. Man kommt auf dem Mittelgeschoss rein, Küche und Wohnzimmer und oben sind Individualzimmer und unten noch ein zusätzliches Zimmer dazu. Und dann das Spezielle ist, über diese Maisonette-Wohnung greift eigentlich noch weitere Großwohnungen von den flankierenden Treppenhäusern, 5,5 Zimmer Wohnungen, die über die Maisonette-Wohnung drüber greifen, Tag-Nacht-zoniert, wie das gewünscht ist, mit Zimmern alle ungefähr 14 Quadratmeter. Und das hört sich ein bisschen kompliziert an, das war es auch. Und der Holzbau hat es noch ein bisschen komplizierter und schwerer gemacht, aber hat uns sehr interessiert. Dann hier eine 3,5 Zimmer Wohnung, eine Eckwohnung, eine zweiseitig ausgerichtete. Und hier kann man schon mal sehen, was wir hier neu etabliert haben. Wir haben lange gesucht nach einem Referenzbeispiel, nach einem mehrgeschossigen Holzwohnungsbau mit einer Sichtbalkenlage. Wir haben keines gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kann Birmin Jung dir dann noch helfen, ob es eines gibt. Wir haben keines gefunden, aber es war halt im Raum stand immer die Frage, wir müssen mindestens so günstig sein wie ein Massivbau. Und wie macht man einen Holzbau günstig? Unsere Antwort ist, man baut so wenig Holz ein wie möglich und man versucht ganz viele Schichten wegzulassen, die man nicht unbedingt braucht. Und das Resultat, was natürlich daraus kommt, ist das, was uns sehr interessiert hat. Wir haben kleine Wohnungen und die haben jetzt 2,50 Meter bis Unterkant Balken und 2,76, also plus 26 Zentimeter Raumhöhe. Und für so kleine Wohnungen ist das relativ viel. Das Raumklima ist super, die Raumakustik ist viel besser. Und man stelle sich jetzt diese Wohnung vor mit einer weißen, glatten Decke bei 2,50, ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich habe es gesagt eingangs, es ist unser erster Holzbau gewesen, also wir wussten nicht viel, aber wir wussten im Wettbewerb, dass Holzbau eine gerichtete Struktur ist und diese gerichtete Struktur ist also Primärbalken, dann Sekundärbalken, Balkenlage, Tertiärplatte drüber und das hat relativ schnell so ein schönes, so eine Art eine Struktur, eine DNA durchs Gebäude gegeben. Wir haben sie auch nirgends verletzt, wir haben keine einzige Auswechslung gemacht, wir haben Sudoku oder Tetris-artig die ganzen Wohnungen versucht, da in diese Großstruktur einzupflegen. Das ist ein Modell aus der Ausführung, also so haben wir es dann wirklich auch gebaut und das hat ganz gut funktioniert. Und das ist das Bild, was wir ursprünglich mal im Wettbewerb gesucht haben, hat sich dann doch eingestellt. Und jetzt noch zwei Worte zum Geheimnis, wie wir das machen konnten mit dieser Decke. Wir haben relativ schnell gemerkt mit unserem Team, und wir hatten ein tolles Team, da gibt es einfach zwei unterschiedliche Interessen. Der Ingenieur, der möchte unbedingt eine große Platte haben, vor allem in Basel, da sind die Erdbebenkräfte noch ein bisschen höher, also die Horizontalkräfte sind vielleicht noch ein bisschen höher als in Zürich, war glaube ich so 10-mal so hoch. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Bauphysiker, der will diese Platte bei jeder Wohnungseinheit eigentlich wieder aufschneiden und voneinander trennen. Und der Bauphysiker hat sich dann da durchgesetzt, das war klar, weil ansonsten wäre unsere Balkenlage nicht möglich gewesen, hätten wir viel zu viele Nebenwegübertragungen gehabt. Das heißt, wir haben alle Wohnungen auseinandergeschnitten und das Einzige, was noch durchläuft, sind diese Primärbalken, die waren sowieso ein bisschen überdimensioniert. Also die Primärbalken also spannen dann das Gebäude von Treppenhaus zusammen. Und noch ein Vergleich, also die Balkenlage, wir haben das ausgerechnet, hätten wir jetzt eine CLT-Decke, also eine Brettsperrholzdecke, dann hätten wir einfach doppelt so viel Holz gebraucht. Doppelt so viel Holz ist doch bei so einem großen Haus doch noch relativ viel. Und auf der anderen Seite hätten wir eine Betondecke gemacht, hätten wir doppelt so viele Treibhausgasemissionen gemacht, ohne dass wir jetzt den Speicher, also das Binden vom CO2 da mitrechnen. Und hier noch zwei, drei Bildchen von der Baustelle. Ich gehe jetzt da durch, ich glaube, ich überziehe schon ein bisschen. So haben wir es zusammen konstruiert. Das sind relativ alte alte Verbindungsdetails. Was wir gelernt haben, ist, dass einfach CNC mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass auch Schwalbenschwanzverbindungen ganz gut möglich sind. Die waren mal auf der Kippe. Und man hier sehen kann, das ist ein bisschen Spezialdetail, das gibt, der Schwalbenschwanz musste für den Brandschutz nochmal ein Einhousing, das heißt doppelt eingefrästen Schwalbenschwanzverbindung.
Und die Verbindung war dann halb so teuer wie jede Metallverbindung. Und das hat uns einfach interessiert. Etwas, was ökologischer ist, dann auch noch günstiger war. Und so ist eigentlich das ganze Haus zusammengekommen. Und über die Fassade können wir vielleicht in der Diskussion noch kurz sprechen. Zum Abschluss möchte ich sagen, der Holzbau war natürlich ein zentrales Thema. Wir mussten ihn immer ein bisschen verteidigen, weil er Verdacht hatte, dass er teurer wird. Das haben wir geschafft, dass es nicht so war. Ich glaube, heute wäre es noch ein bisschen schwieriger geworden. Was uns aber viel mehr interessiert hat als die Holzkonstruktion, ist das Leben da vor Ort. Und das ist ein Bild vom jährlichen Sommerfest, wo die ganzen, das ist der letzte Samstag, von den Sommerferien, da kamen die ganzen Bewohner zurück und die leben da jetzt um diesen Hof ringsum und feiern das Fest und das geht immer bis tief in die Morgenstunde, 4-5 Uhr morgens und niemand reklamiert, weil alle sind eingeladen und da leben 150 Personen zusammen unter einem großen Dach um diesen Hof, wie ein kleines Dorf, aber mitten in der Stadt. Danke. Dankeschön, Marco Rickenbacher. Nun bitte ich die Referentin und den Referenten noch auf die Bühne, weil wir jetzt die Gelegenheit haben, einige Fragen zu vertiefen und auch zu schauen, wo gibt es allgemeine Erkenntnisse, wo gibt es Themen und Fragen, die über die drei Projekte hinweg eigentlich zu allgemeinen Erkenntnissen führen könnten. Als Erinnerung, auch Sie, liebe Damen und Herren, dürfen Fragen stellen, wenn Sie möchten. Ich würde gern aber mit einer ersten Frage anfangen an Ladina Esslinger. Ladina, du hast gesagt, nicht zertifizieren kommt einer Wertvernichtung gleich. Das fand ich doch eine sehr, sehr starke Aussage und möchte gleich nachfragen, von welchem Wert sprichst du hier? Ich spreche vom Immobilienwert, also institutionelle Investoren lassen ihre Portfolios jährlich oder halbjährlich oder zweijährig bewerten von zum Beispiel Wüstpartner oder whoever, und dieser Immobilienwert, der ist deutlich, ich glaube, inzwischen tatsächlich deutlich geringer für eine nicht zertifizierte Liegenschaft wie für eine zertifizierte. Weil jede Pensionskasse, jeder Fonds, jedes Anlagevehikel muss inzwischen nachweisen, dass sie den CO2-Absenkungspfad einhalten und es ist einfach einfacher, wenn ein Zertifikat vorhanden ist, als wenn keines vorhanden ist. Und das wird immer wichtiger in Zukunft und deshalb glaube ich, wenn man das nicht tut, ist das eigentlich eine Wertvernichtung. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem Nice-to-have-Image-Problem, wir sprechen hier nicht von einer freiwilligen Übung, sondern es geht tatsächlich darum, dass man als Investor und insbesondere als institutioneller Investor mit einer nachhaltigen Bauweise und vor allem mit einer CO2-neutralen möglichst Bauweise tatsächlich auch eine Wertsteigerung erzielen kann beziehungsweise eine Wertminderung vermeiden kann. Da bin ich sehr stark der Meinung. Ich habe auch kurz erwähnt, dass ich vor einigen Jahren noch anderer Meinung war und dachte, ja, wichtig ist einfach, dass man gescheit baut und dass man schlau handelt und so. Aber das muss ich ja keinem auf die Nase binden. Es ist mir egal, ob ich ein Zertifikat habe oder nicht. Ich glaube wirklich, ich bin überzeugt, dass das heute einfach anders ist. Also tu Gutes und sprich drüber. Birmin Jung, du bist hier in einer Doppelrolle. Du bist einerseits, nein, Dreifachrolle eigentlich. Du bist Bauherr, du bist Planer und du bist dann auch zukünftiger Nutzer dieser Liegenschaft. Gab es da auch irgendwelche Zielkonflikte zwischen diesen Rollen? Musstest du die Hüte etwas hektisch wechseln oder hattest du alle drei gleichzeitig an und das hat geklappt? Ja, ich darf sagen, dass ich alle drei Hüte immer an hatte und dass wir wirklich ganz weit musste, oder meistens musste ich nicht irgendwo einen Hut abstreifen. Aber ist natürlich so, dass es sehr anspruchsvoll
war auch mit den Aufgaben, die wir uns gegeben haben und mit den Forderungen, die zwischendurch dann auch kommen, ist alles kombiniert überhaupt möglich? Also unter anderem, also wir haben jetzt das SMBS-Zertifikat, schreiben wir an nach Platin, und das heißt 95% der maximal möglichen Punkte erreichen. Und das geht halt dann auch um Tageslichtnachweis kombiniert mit sommerlichem und mit sommerlichem Wärmeschutz, oder? Wo plötzlich, es sind dann Sachen, wo man lange kämpft, oder? Also, dass dann doch beides möglich ist, oder? Ohne dieses Zertifikat hätte ich auch halböffentliche Räume zum Beispiel. Wir haben unsere Cafeteria, die möchten wir am Abend und über Wochenende anderen zugänglich machen. Das hat mich wie gezwungen, auch weiterzudenken und solche Sachen zu integrieren. Und einfach so, ja, das war eine Aufgabe, die ich uns gegeben habe. Und wenn die mal fixiert ist, dann ziehen wir die durch. Das heißt, da kommen auch noch ganz andere Aspekte der Nachhaltigkeit hinzu, oder? Also auch der sozialen Nachhaltigkeit betrachtet wirklich auf die gesamte Umgebung und nicht nur auf das Gebäude selbst beziehungsweise auf die Nutzenden des Gebäudes. Gleichzeitig war auch klar, oder? Also wenn man diesen CO2-Absenkpfad realisieren möchte, ist es ohne Holz eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Ja, also ich denke, das Gebäude mit diesem kleinen Fußabdruck wäre anders nicht möglich zu bauen, bin ich überzeugt. Das ist sicher so, ja. Mhm. Ich möchte Marco Rickenbacher noch fragen. Du hast erzählt, die Planung geht auf 10 Jahre zurück. Die Überlegungen, ja, die hinter diesem Projekt Maingasse, die sind 10 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert. Unter anderem hat der Kanton Basel-Stadt ja 2017 ein Energiegesetz eingeführt, das bis 2050 die Menschen in Basel, also dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Basel lediglich 1 Tonne CO2-Emissionen pro Jahr und Person verursachen sollten. Also zum Vergleich, oder, im Moment sind wir bei etwas mehr als 3, 2018 waren es 3,5. Und diese 1 Tonne, die dann noch da ist, weil man sie halt nicht vermeiden kann, die gilt es zu kompensieren. Das heißt, das ist eine sehr ehrgeizige Zielsetzung, auch eine notwendige Zielsetzung natürlich. Und eben, da habt ihr natürlich mit diesem Holzbau auch sehr entscheidend dazu beitragen können. Ja, das glaube ich schon. Also ich muss zuerst mal sagen, dass die Stadt Basel war ein toller Bauherr. Also sie war ein mutiger Bauherr, weil wir vieles gemacht haben, was sehr unkonventionell ist. Und sie hat am Anfang ein bisschen Bedenken, dass wir die Kosten nicht einhalten können, aber danach war sie Feuer und Flamme. Und ich glaube, in den letzten 10 Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Also natürlich haben wir jetzt, wir hatten schon seit 20 Jahren, versuchen wir uns zu fokussieren auf die Betriebsenergie von Gebäuden, das ist klar, die haben wir schon relativ gut rundgebracht. Und das, was jetzt in den letzten paar Jahren passiert, das ist auch klar. Wir müssen auch noch die graue Energie, also die Erstellung, müssen wir runterkriegen. Und ich glaube, Holz ist da sicher ein entscheidender Vorteil. Das mit dem Binden von CO2, das bin ich noch ein bisschen kritisch, aber da kann mir wahrscheinlich 4 Minuten dann das noch erklären, dass dann das immer da drin bleibt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Alternative dazu wäre natürlich Umnutzungen von bestehenden Strukturen. Da kann man natürlich auch schon, also 70 Jahre alte Tragstrukturen wieder zu ertüchtigen, neu zu bauen, kommt man auch auf einen relativ schönen CO2, tiefen CO2-Fußabdruck. Ich glaube, das ist das, was die Stadt Basel natürlich auch hat. Die hat ja ganz viele, sage ich jetzt mal, Liegenschaften, wo schon was steht. Und da kann der Holzbau eine Lösung sein, aber vielleicht kann auch die Umnutzung eine große Lösung sein. Das heißt, bei euch und auch bei Geistlich, oder, war das erste Ziel quasi, war diese soziale Nachhaltigkeit, also erschwingliche Wohnungen, langlebige Wohnungen mit einer hohen Lebensqualität für alle möglichen Menschen, für eine sehr gemischte Bewohnerschaft. Und das Holz bot sich eigentlich an, um diese Ziele zu erreichen und hat dann noch quasi als sehr willkommener Zusatznutzen auch noch diese CO2-Thematik weitergebracht. Auch hier die Frage zu den Kosten, oder? Da wart ihr natürlich sehr stark unter Druck. Jetzt Ladina Esslinger hat gesagt, ja, es gibt ein bisschen mehr Kosten, aber wenn man es auf die ganze Lebensdauer rechnet, dann zahlen die sich wieder aus. Wie habt ihr das gerechnet? Also jetzt bei der Maingasse.
Ja. Also bei den Maingas haben wir einfach einen klaren Vergleich gemacht, was kostet eine Bettodecke mit Unterlagsboden und was kostet diese Holzdecke mit Unterlagsboden. Das war, glaube ich, vor 10 Jahren so das Maximum an Kostenvergleich. Und da konnten wir einfach mithalten, nur mit der Decke und alle anderen Decken gingen nicht. Für uns war auch immer klar, also das war nur so eine Zeit, wo man viel mit Brett, also mit Holzbetonverbunddecken, das macht man heute auch, das war uns ein bisschen zu, hat uns nicht so gefallen, weil das war irgendwie nicht so ein Schritt in die Zukunft, sondern eher so ein Schritt so Richtung 90er Jahre zurück, weil da liegt dann trotzdem wieder, ich sage jetzt mal, 12 cm Beton drin. Und das war irgendwie nicht so eine schöne Lösung. Deswegen haben wir ganz stark darauf fokussiert, dass man so machen kann. Ich glaube, im Moment, wir haben jetzt natürlich ganz viele neue Holzbauten und also fast jeder Wettbewerb, den wir machen, oder fast jeder zweite, sind dann Holzbauten. Also im Moment haben wir schon ein Problem. Also wir haben heute aktuell 3 Holzbauten, die auf dem Prüfstand stehen, ob man sie finanzieren kann, weil sie im Moment teurer sind als der Massivbau. Und das heißt noch nicht, dass wir da zurückfallen, aber im Moment ist die Spange so aufgegangen, dass wir Schwierigkeiten bekommen, die Holzbauten so weiter zu entwickeln, wie wir uns das gehofft haben und wie sie auch dem Klima am meisten nützen könnten. Also irgendwann geht dann auch den willigen Bauherrschaften dann ein bisschen das Geld aus. Und ich glaube, deswegen auch ein bisschen Kritik an der Zertifizierung. Ich glaube, wir müssten gesetzlich dagegen vorgehen und nicht mit Anreizen und Zertifikaten, das ist toll, aber ich glaube, wir müssen alle Gebäude nachhaltiger hinkriegen und deswegen müssen wir wahrscheinlich gesetzlich dagegen vorgehen, dass man gezwungen ist, das Geld auszugeben für einen nachhaltigen Bau und nicht runterschwenken kann, wenn die Rendite plötzlich nicht mehr da ist. Ja, das ist natürlich jetzt mit der Ablehnung des Gesetzes, also des CO2-Gesetzes, natürlich ein bisschen schwierig geworden, aber vielleicht eben dieser Anreiz, CO2 zu bepreisen, kommt ja vielleicht durch irgendeine Hintertüre wieder hinein, wir wissen es nicht. Bis dahin natürlich gilt es, andere Argumente zu finden und andere Anreize auch zu finden. Und dazu gehören sicher auch einfach die sehr guten Beispiele, oder? Die dann halt wirklich Lust machen, nachzuahmen. Jetzt meine Frage ins Publikum, liebe Damen und Herren, wer möchte von den hier versammelten Kompetenzen etwas anzapfen, Fragen stellen? Seien Sie mutig. Wenn niemand Fragen hat, dann nutze ich natürlich meine Chance, noch einmal nachzufragen. Marco, du hast erwähnt, wir müssen Schichten sparen, möglichst wenig verbauen. Ja. Das ist ja wiederum im Widerspruch zum Ziel, möglichst viel Holz einzubauen, damit man möglichst viel CO2 dann entsprechend auch binden kann. Das heißt, ihr hattet ja quasi wie so einen iterativen Prozess, oder? Wo ihr herausfinden musstet, wo ist das Optimum? Also wir haben einfach nicht versucht, ich sage es mal, wir haben nicht versucht, die Defizite von Holz in Bezug auf Schallschutz komplett zu kompensieren. Das kann man natürlich, das ist gut, das ist wichtig. Ich glaube einfach, ein bisschen hat auch das Geld gefehlt, oder anders gesagt, das Ziel war günstige Mieten und wir wollten ein günstiges Holzhaus machen und wir haben versucht, das rauszunehmen, was nicht unbedingt notwendig war. Und das heißt, wir sind nicht an die erhöhten Schallschutzanforderungen, sondern wir sind an die normalen oder die tieferen Schallschutzanforderungen. Wir haben es auch gemessen, es war ein Abenteuer, aber es hat geklappt und gestern hat mich gerade jemand von die Lignum hat das schon mal getestet, die Decke, also wir haben sie nicht einfach so erfunden, wir haben die Testresultate aus dem Labor genommen und haben das weiterentwickelt und wir spielen sie jetzt auch wieder zurück zu Lignum und es hat funktioniert, so viel mal sei sicher. Wir haben einfach die erhöhten Anforderungen nicht überreicht und das ist ein bisschen mein Votum. Ich glaube, ein guter Schall, die Leute leben da drin, ich kenne die Leute, die da drin leben, wir haben auch in tiefen Frequenzen kein Problem, also auch in diesem 50 Frequenzhertz haben wir kein Problem, kein Dröhnen und nichts. Also das funktioniert, aber es ist vielleicht nicht ganz so gut wie jetzt ein dicker Massivbau. Aber wir dachten auch, und ich glaube, die Stadt hat das mitgemacht, da kann man ansetzen. Da können wir viel besser ansetzen bei diesen Anführungszeichen ein bisschen Luxusbedürfnissen. Da kann man ein bisschen runtergehen und dafür zahlt man ein bisschen weniger Miete und man hat ein bisschen nachhaltiger Bau. Das denke ich schon, dass das wichtig ist und das stört mich auch ein bisschen an diesen Zertifikaten, wenn
da gibt es einfach ein paar Sachen drin, die sind schön, die sind nice to have, aber die sind nicht essentiell. Also die Luftdichtigkeit zum Beispiel unter den Einheiten. Ist es denn so essentiell, dass man zwischen zwei Wohneinheiten gar nichts, gar keine Luft, also die Luftdichtigkeit so hoch ansetzt, dass irgendwie nichts mit, auch wenn jemand einen tollen Kuchen backt und man schmeckt, also versteht mich nicht falsch, aber ich denke, wir müssen ein bisschen an den Bedürfnissen auch schrauben, dann kommen wir viel schneller, viel weiter vorwärts. Also wirklich Prioritäten setzen zwischen den Zielen, die tatsächlich relevant sind für das eigene Projekt, die auch kostenrelevant sind, sehr stark für das eigene Projekt und natürlich auch den übergeordneten globalen Zielen, also der CO2-Absenkpfad, Pariser Abkommen mit der Verpflichtung bis 2050 zu einem Netto-Null in Bezug auf Treibhausgase dann zu kommen. Darf ich? Pirmin, ja. Ja, also ich übernehme gerne kurz. Und zwar, ja, gerne. Müssen wissen, von wo das wir kommen. Vor 20 Jahren haben wir kein Mehrfamilienhaus in Holzbauweise gebaut. Ja. Und vor 20 Jahren hat man gesagt, im Holzbau hört man und Holzbau fault und alles, was man dem Holzbau angekreidet hat. Ja. Ich glaube, das Ziel war, dass wir Konstruktionen entwickelt haben, die dieselbe Leistungsfähigkeit hatten wie ein Massivbau. Und wenn wir etwas schlechter waren, dann hat man das schon natürlich groß rum erzählt. Ja. Das war negativ. Ja. Und ich glaube, man war, und auch das mit dem Holzbetto verbunden, oder? Also wir haben eine Zeit lang ganz viel mit diesem Holz mit Betto verbunden, machen das heute noch oft. Das ist halt einfach die eine der kostengünstigsten Decken, der schlanksten Decke, mit der ich 60 Minuten habe. Ja. Aber mit der hatten wir ein kostengünstiges Deckensystem, mit dem man mit dem Preis in etwa in den Bereich des Massivbaus gekommen ist. Mit dem konnte man Projekte realisieren. Und ist für mich klar, wir sind am Weiterentwickeln. Und ich glaube auch, wir müssen wir von den Anforderungen runterkommen, nicht nur im Holzbau, sondern alle Bauweisen. Oder? Sind wir ganz ehrlich. Also die Anforderungen, die heute gestellt sind, dass ich den Nachbar nicht mehr hören darf und man gar nicht mehr wissen darf, ob jemand zu Hause ist oder jemand da ist vom Nachbar. Also das hat sowieso nichts mehr mit gesellschaftlichem Zusammenleben zu tun. Also da müssen wir als Gesellschaft uns revidieren. Und das kennst du, das ist man dann immer in der Planung so. Man kann das anstreben, etwas weniger machen und trotzdem kommt dann ein Bauer, der eine Wohnung kauft und hat auch einen guten Rechtsberater dabei und am Schluss bist du wieder, korrigierst du wieder. Oder? Und das sind halt die Sachen, wo man als Planer immer wieder dieses Spannungsfeld, oder? Also, dass wir austeilen, aber sind wir miteinander, glaube ich, da braucht es uns alle, um da vorwärts zu kommen und das zu optimieren. Ja, es bleiben Herausforderungen, das ist tatsächlich so und mit jeder neuen Idee, die man hat, kommen natürlich auch neue Fragestellungen und trotzdem muss man feststellen, also wenn wir jetzt diese drei Projekte betrachten, die schon einige Jahre alt sind teilweise und andere erst in der Entwicklung, muss man sagen, in diesen Jahren ist wahnsinnig viel passiert, oder? Es sind internationale Abkommen geschlossen worden, Kantone und Städte haben politische Ziele gesetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit, die eben auch griffig sind, die auch ganz klar formuliert sind. Der Stellenwert von Nachhaltigkeitszertifikaten hat sehr stark zugenommen und insbesondere das Netto-Null-Ziel, das Absenken der Treibhausgasemissionen und der CO2-Emissionen hat an Stellenwert gewonnen, zu Recht, zum Glück. Und da muss man einfach sagen, kann man mit Holzbau ganz entscheidend vorwärts kommen. Als nettes Nebenprodukt kann man mit Holz auch noch Geld sparen, man kriegt Impulse für die Digitalisierung des eigenen Betriebs und auch für den Entwurf. Also gibt es überhaupt keinen Grund, sich da nicht reinzuknien. Tun Sie es, wenn Sie weitere Beratung brauchen. Da vorne ist der Lignum-Stand, da hinten ist der Stand für weitere Infos zur Agenda 2030. Und last but not least, die Referenten sind sicher da noch ein paar Minuten anwesend, wenn wir die Mikrofone ausziehen. Die Diskussion geht also weiter. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Messe und einen guten Tag. Auf Wiedersehen.